Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wieder live auf meiner durchgefrorenen Baustelle für euch. Ja, und es ist wieder Samstag, Freunde, ihr wisst, was läuft, wir haben ein neues Videotagebuch, yes. So, diese Woche ist auch einiges passiert. Es haben auch viele schon gesagt, Heidewitzka, mit deiner Giebelwand, da musst du jetzt aber wirklich mal loslegen. Und das haben wir jetzt auch gemacht, wie ihr seht hinter mir, wir haben das Ganze abgestützt. Und ach Leute, was wir da alle schon wieder bei gefunden haben, ich würde sagen, das guckt euch am besten direkt selber an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, und damit beginnt heute das Abenteuer Giebelwand, würde ich mal sagen, nachdem wir ja festgestellt haben, dass da praktisch alles unten drunter weggefault ist, war ja auch die Frage, meine Güte, wovon hält sich das eigentlich noch? Und es wurde wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass wir die jetzt auch abstützen. So, da haben wir ja oben schon das erste Gefach dafür rausgenommen, ja, ihr seht ja da oben, dann die, muss jetzt leider diese schöne Giebelabdeckung, müssen angeschnitten werden, dass wir da halt die Träger durchbekommen. Ja, das jetzt geht so langsam los, von außen. Außen sah das Haus ja immer noch ziemlich gut aus, also zumindest wenn man so ein paar Meter weg stand. Und ja, jetzt geht es langsam los, jetzt machen wir das Haus praktisch auch von außen kaputt. Das wird, glaube ich, die nächsten Wochen nochmal ziemlich hart werden, wenn man sich das jetzt so vorstellt. Das ist jetzt ja eine Sache, das Abstützen der Giebelwand, unten drunter das Fundament weg und so weiter. Aber das geht ja noch weiter, jetzt werden die ganzen Zementgefache, muss ich rauskloppen, ja, dann kommt der Sandstrahler und so weiter. Also das nehmen wir jetzt von außen so richtig in die Mangel und zum Schluss reißen wir dann das Dach auch noch runter. Also ich glaube, das wird auch noch mal eine ganz üble Geschichte in den nächsten Wochen. Aber naja, da müssen wir durch. Wir wissen ja, am Ende soll es ja auch wieder gut werden. Und dafür muss man nun mal auch so ein paar Opfer bringen, ne? Wie das denn so ist. Ja, auch hier brauchst du zum Abstützen wieder die richtig langen Dinger. 5,5 Meter Stützen haben wir da mit. Ihr seht ja, ist richtig mit Köpfen und so. Volle Programm. Auch da immer wieder der Hinweis. Denkt dran, Leute, das ist kein Spaß. Da muss man schon wirklich sehr sorgfältig arbeiten und wissen, was man tut. Am besten den Fachleuten überlassen. Ansonsten, hinter dem Gefach, wer sich erinnert, da war doch noch so ein Stromkasten. Ja, was ist denn damit passiert? Ja, ich zeige es euch mal. So, hier haben wir das nächste Fundstück. Einige hatten es ja schon gesehen in den Videos. Das ist der alte Stromanschlusskasten. Hier noch mit Reste von den Phasen. Hier noch so ein Keramikisolator und so. Ja, schon ziemlich cool. Ich habe eben schon mal angefangen hier aufzuschrauben. Wie das denn innen aussieht. Jo. Ja, guck mal, da, so sah das früher aus. Da waren dann da schön die Hauptsicherungen. Da noch eine Sicherung drin? Nee, die Sicherung haben wir ja in der Protonschale gefunden. Ja. So, ja, so war das früher, ne? Zack, dann ging das Hauptanschlusskabel raus und gut ist die Laube, ja. Schönes Ding, den werde ich mir auf jeden Fall weglegen. Und wer weiß, vielleicht kann man den da später mal irgendwie für einen guten Zweck oder so versteigern. Müssen wir mal gucken. Das ist auf jeden Fall auch endlich mal ein Fundstück, was jetzt nicht direkt in die Tonne wandern muss. Ja, und damit ging es dann auf der anderen Seite weiter. Da, ihr seht schon, auf mystische Weise fällt da ein Gefach aus. So, das war auch die Stelle, das ist praktisch auch die Innenseite dann von der Dele, die letzte Ecke. Und auch da wieder gnadenlos wird die Flex da angesetzt und zack ist die, ja, ist die Giebelwandabdeckung dahin. Interessant war auch, was wir da drunter gefunden haben. Ihr seht das Weiße da schon rausblitzen. Ja, wunderbar. Styropor, wie sich das gehört, ja. Immerhin keine Mineralwolle, sage ich mal. Naja, aber das Styropor ist natürlich jetzt auch nicht wirklich besser. Und naja, auch da entfernt, dass wir eben Platz haben für den Träger, dass wir den da durchstecken können. Und ja, dann werden wir mal sehen, da wird jetzt auf links, also links die Hausecke, da werden wir später auch noch eine reinsetzen, noch eine Stütze. Aber dafür muss ich halt die Protonschale weiter abreißen. Das habe ich jetzt erst nicht gemacht auf diesen letzten 2 Metern da, weil eben, ja, ich auch so ein bisschen Schiss hatte, dass mir diese ganze Giebelwand da einfach nur stumpf zusammenfällt, weil da vielleicht doch noch irgendwas sich gegen diese Protonschale lehnt oder so. Deswegen, ja, werde ich das jetzt als nächstes machen, dass wir da Platz kriegen und dann können wir da nochmal ein oder sogar zwei Stützen, ja, Stützenpaare rauskloppen und dann geht das los. So, hier nochmal von innen das Ganze. Dieser Träger, falls ihr euch erinnert, der hat mich ja total gestört, als ich da oben gestemmt habe. Aber ich habe mich nicht getraut, den abzusägen. Naja, die Kollegen waren ja jetzt ein bisschen härter. Die haben gesagt, ey, komm, kein Bock hier, jetzt die ganzen Stützen umstellen, absägen, fertig. Ne? Soll das losgehen? Weil der war jetzt komplett im Weg. Wir müssen den Träger nämlich genau da haben, damit wir überhaupt auf das neue Fundament kommen. Sonst ja, ist das einfach nicht lang genug. Ne? Also das musste leider so gemacht werden.
Naja, jetzt ist er ab, alles gut. Und wir hängen jetzt hier so einen Träger drunter. Dann können wir da die Stützen drunter stellen. Und dann ist die, ja, ist das Rehm praktisch rechts und links vom Delentor abgefangen. Da ist mit Sicherheit auch jetzt einiges an Last runtergekommen. Und jetzt kann man da auch relativ beruhigt weitermachen, weil das hält jetzt besser als vorher. Ja, und um da oben jetzt so ein bisschen Platz zu kriegen, mussten wir tatsächlich jetzt den schönen Eichenbalken da absägen. Ja, ich habe mich das ja nicht getraut, als falls ihr euch erinnert in dem Tagebuch, als ich da oben am Gange war, habe ich ja gesagt, alles scheiße und so, ich musste ja mit der Maschine so blöd arbeiten, weil ich da halt durch diesen langen Balken nicht dran kam. Aber das ist halt ein sehr schönes Eichenkantholz und naja, es gehört mir auch nicht. Da habe ich dann gesagt, nee, das kannst du nicht absägen, das gute Stück. Und ja, gestern haben wir hier gestanden und gesagt, nee, jetzt aber hier die Stützen umstellen und so weiter, nur damit wir dann da oben besser klarkommen. Da hatten wir dann auch keinen Bock drauf. Und dann haben wir es einfach abgesägt und haben gesagt, naja gut, das ist ja hier auch noch fast so ein Meter-End. Vielleicht kann man das ja noch woanders verwenden und naja, schade eigentlich. Ist immer blöd, wenn man so gutes Material zersägt praktisch, aber es hat uns halt eine Menge Zeit gespart und naja, man sieht es jetzt passt das da oben. Anders ging es einfach nicht. Ja, dann stellen wir draußen auch noch eine Stütze drunter. Da muss man immer aufpassen. Man sieht es ja hier, das ist ein bisschen hin und her gefummelt, ein bisschen messen. Also die muss schon wirklich sehr genau gerade stehen, dass es da eben keine Probleme gibt. Wenn da nachher Last drauf kommt, dann muss man sich schon drauf verlassen können, dass sie das auch hält. Und das tut sie am besten, wenn sie gerade ist. Ja, dann noch so eine der Überraschungen, die wir gesehen haben, als wir jetzt hier angefangen haben. Wir mussten da hier ein bisschen Platz machen, um mit den Dokas da durchzukommen, beziehungsweise den Träger, ne, das Rehm abzustützen. Und ja, da beim Losmachen, ihr seht es schon, das Weiße, wunderbar. Da haben die doch tatsächlich vor die ursprüngliche Giebelwandabdeckung da, diese Originalplanken, man sieht sie da noch so ein bisschen im unteren Bereich, da haben sie irgendeine schwarze Folie vorgeknallt und dann tatsächlich Styropor. Da ist Styropor hinter, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Und auch mit übelsten Abständen verlegt, überall offen und so, ne. Das ist wieder sowas, wo du dir denkst, so Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also dieser gesamte Giebel ist praktisch mit Styropor, naja, gedämmt, will ich jetzt nicht sagen, aber auch wieder voll. Wunderbar, also falls noch einer Styropor braucht, ihr seht das nochmal, ne? Wenn das nochmal einer braucht, so 2 cm oder 3 cm dickes Styropor, meldet euch bei mir, ich schick's euch gerne kostenlos zu. Na, dann haben wir uns als allererstes dieser Tür und dieser Ecke angenommen, weil die nämlich auch ohne irgendeinen Verbund oder sonst irgendwas da stumpf an dem Fachwerk nur hochgemauert war und dadurch jetzt echt eine Gefahr wurde. Ihr seht schon, wie lose die ist. Die fällt praktisch so um, ja. Und ja, da haben wir uns immer noch gekümmert, die muss weg. Jetzt ist natürlich das Loch ein bisschen groß für die Tür, hat sich erledigt. Also mein Provisorium, was ich letztes Mal noch so schön wiederhergestellt habe, das hat sich jetzt endgültig erledigt. Das wird sich jetzt vielleicht mit einer Bautür noch in der Zwischenzeit mal lösen lassen, aber jetzt im Moment sowieso erstmal nicht. Ja, da auch wieder diese Ecke ist echt der Wahnsinn. Das Fachwerk, also der Ständer, der da jetzt übrig bleibt, da sind auch die Riegel einfach stumpf abgeschnitten worden. Das ging ja original nochmal weiter früher. Ne? Das ist ja, die Hausecke ist ja mehr oder weniger mitten in dem Bruchsteinanbau von hier aus gesehen. Und ja, das haben die stumpf abgeschnitten und haben da einfach dann die Wand vorgesetzt. Wirklich ohne einen Verbund, ohne alles. Unglaublich, ja. Also wirklich absolut krass. So, dann fangen wir jetzt hier an mit dem Fundamentkram, der da so drunter hängt. Erstmal die großen Bruchsteine. Das auch wie immer, die sichere ich mir natürlich, lege sie weg hinter meiner Scheune, ja, den ganzen anderen kleinen Kram da halt weg. Und was sie hier auch verbrochen haben, also das ist auch der Hammer, da ist praktisch auf der Rückseite jetzt, wo der Kollege da am Stemmen ist, da haben die ein mega Fundament runtergehauen. Ja, da stand im Prinzip ja nur die nicht tragende Protonschale drauf. Das ging aber wirklich teilweise, also das ging wirklich fast bis unten hin, bis also auf die Höhe von dem Stromkabel, ne, also so locker 60 cm tief oder so. Und da mussten wir uns richtig einen abstemmen. Vor allen Dingen ist da jetzt auch so ein richtiger Klotz bei rausgekommen. Und der ist mit so hartem Beton, also so ähnlich wie in der Küche. In der Küche damals, als ich da am Kloppen war, da habe ich auch so ewig dran gesessen, weil der so richtig fies gemischt war, der Zement, Beton, wie auch immer. Und da hat das eine Ewigkeit gedauert. Und hier haben wir auch gesagt, ach du liebe Zeit, ne, wie kriegen wir das Ding denn da raus? Da sind wir ja den ganzen Vormittag am Kloppen, so Stück für Stück. Und naja, dann ist halt die andere Taktik, du versuchst halt das so wie hier jetzt, das Ganze so ein bisschen lose zu machen, dass es sich erstmal, das ist ja praktisch nur aufs Erdreich gestellt, so ein bisschen lose den ganzen Mist, die Bruchsteine da noch bei Anne weg. Und naja, wofür haben wir den Bagger? Das heißt, das ist dann der Einsatz, wo du dann sagen kannst, okay, dann nehmen wir jetzt den Bagger und versuchen, das Ding da mal irgendwie rauszuzangeln.
Zumindest erstmal raus, und wenn man es denn auf dem Hof liegen hatte, dann kann man es ja auch wieder mit dem Deutz, mit dem Frontlader dann letzten Endes dann verladen, also auf jeden Fall irgendwie wegtransportieren, ohne sich jetzt noch eine Stunde damit beschäftigen zu müssen, das klein zu kloppen in handliche Teile, ne? Also das war jetzt hier, ihr seht ja, wir diskutieren, also hier checken wir gerade die Lage, ne? Wie wir das machen und wie die Taktik ist, war praktisch gerade so eine kleine Ad-Hoc-Taktikbesprechung. Ja, auch hier dieses Stück Schwelle, was da jetzt noch übrig ist, das hatte ich ja letztes Video schon gezeigt, da hängen auch nur zwei Aluwinkel dran, die das Ganze da mit drei Nägeln dann praktisch verbinden mit dem Ständer. Also das war auch nur so pro forma, dass man die, dass das irgendwie zusammensteckt, ja, wie man sieht, klack, klack, zack, ist das da raus. Und die Ständer haben wir auch schon gesehen, die sind auch in einem relativ schlechten Zustand, sodass die mindestens bis zu dem ersten Gefach oder sogar weiter abgeschnitten werden müssen, weil die halt, ja, nicht wirklich gut sind, ne, sag ich mal. So, jetzt komme ich jedenfalls an den Start hier mit meinem Kubota. Jetzt muss jemand hier an dieser Stelle höllisch aufpassen. Man sieht ja, da ist die Stütze. Da muss man mit so einem Bagger wirklich vorsichtig sein, weil das geht natürlich ruckzuck. Der Bagger reißt so eine Stütze einfach um. Und naja, wenn die jetzt umfällt oder wenn man die umreißt mit dem Bagger, das wäre halt unvorteilhaft. Also da muss man auch so ein bisschen, ich sag mal, für Anfänger ist das nix. Ich mache ja nun schon, oder ich feiere schon jetzt ein bisschen länger mit dem Ding hier. So ein bisschen Gefühl muss man da haben und auch so ein bisschen Umsicht. Auch wenn dieser Stein jetzt zum Beispiel sich da bewegt oder so, da muss man auch schon ja, vorsichtig sein, ganz einfach, ne? Also das ist auch so, zack, so, jetzt habe ich das Ding da um die Ecke und jetzt kann man es so schön, also der Bagger kriegt den nicht vollständig gehoben, dafür ist er einfach zu schwer, dieser Block, aber man kriegt ihn weggezogen, ja. Das gleiche machen wir noch mit so ein paar anderen größeren Steinen, Bruchsteinen in diesem Fall, die da an dieser Ecke auch noch vergraben waren. Die holen wir da auch noch raus, kannst du mit dem Bagger, wie man sieht, zack, zack, aufs Schild gelegt und rausgefahren. Ja, da haben wir uns auch ein bisschen amüsiert. Hier kommt auch mal der Scheppach wieder zum Einsatz. Ich habe mir gedacht, ach komm, warum schmeiße ich die guten Steine, brauche ich ja nicht alle in den Baumax schmeißen, dann verkratze ich den ja nachher noch. Nein, komm, zack, der Scheppach ist da auch genauso für. Wurde der auch mal wieder bewegt übrigens, ist auch mal ganz nett. Hat er sich auch gefreut, mal einmal wieder ein bisschen warm laufen lassen. Und dann konnte das weitergehen. So, jetzt fallen hier natürlich auch wieder reichlich Erde, Lehm, Schutt, sonst was an, was erstmal wieder weggebaggert werden muss. Naja, das ist ja, ich sag mal, das Übliche. Wir legen jetzt das Fundament frei auf die entsprechende Zieltiefe, dass wir dann nachher dann eben die Bodenplatte in diese Richtung dann verlängern können. Könnt ihr euch so vorstellen, wie auf der anderen Seite vom Haus, wo wir das unter der Klinkerwand gemacht haben. Genauso werden wir es hier am Ende auch machen. Das heißt, die Bodenplatte wird jetzt verlängert bis unter das Fachwerk, dann hochgemauert und dann können wir da die Schwelle, beziehungsweise natürlich erst die Schwelle und dann hochmauern, ne? So, das ist so der grobe Plan an der Stelle. So, im Übrigen, wo wir jetzt hier gerade so rausschweben, falls noch einer eine coole Idee für diese Dachkonstruktion hat, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin nämlich jetzt mit einem Architekten gerade am Besprechen und wenn wir den Dachstuhl neu konstruieren, wäre es ja durchaus möglich, diese verzwickte Konstruktion da oben mit diesen vielen Kehlen und diese komische Plattform, die sich daraus noch ergibt und so weiter, das eventuell irgendwie anders zu lösen, ja, dass das Dach einfach so ein bisschen intelligenter ist. Jetzt mal ganz davon ab, was Bauamt dazu sagt, das müssen wir dann natürlich noch klären, aber Ideen werden da nicht schlecht. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was man da so machen könnte. Ich überlege auch mal so ein bisschen. Vielleicht hat da ja irgendwer eine coole Idee. Schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn man da vielleicht so ein gemeinsames Brainstorming machen könnte, wie man dieses Dach in Zukunft neu gestalten könnte. Ne, so jetzt von der Gesamtkonstruktion her gesehen. Ne? Ich meine, Satteldach ist klar, aber wie man eventuell diese komische Dreidachkonstruktion irgendwie, naja, verbessern könnte, wäre die Frage. Ja, Freunde, und so sieht das Ganze jetzt aus. Also zugegeben, das ist natürlich, aber da müsst ihr euch dran gewöhnen. Bei Fachwerkhäusern ist das nun mal so. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus, ja, wenn hier jetzt auf einmal nichts mehr ist und so. Aber letzten Endes, dadurch, dass das jetzt auf Stützen steht, ist das tatsächlich stabiler als vorher. Ja, das mag dann erst irgendwie schlimmer aussehen, aber es ist stabiler als vorher. Und wir haben ja schon festgestellt, diese ganze Wand hat auch schon echt übelst gearbeitet. Das Rehm oben ist im Eimer dadurch, das hat sich praktisch, ist in der Mitte durchgebrochen. Über die Balkenköpfe. Darauf hat das praktisch jetzt mehr oder weniger gelegt. Die ganze Last von dem Rehm an der Außenseite hang praktisch auf den Balkenköpfen. Unglaublich, ja. Also, es ist schon echt übel und ja, wir sehen mal, wir haben es auch hier gesehen, die Stück Schwelle ist ja mehr wie einfach rausgefallen und wir werden jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier drunter herkommen. Ich werde jetzt weiter innen drin arbeiten, dass die Protonschale rausfliegt. Jetzt kann man da wieder bei, da habe ich mich vorher auch ein bisschen nicht getraut, so ohne die Abstützung. Jetzt aber ist alles abgestützt, jetzt kann es hier weitergehen und dass wir hier halt schnellstmöglich dann das Fundament runterkriegen, eine neue Schwelle reingehangen kriegen und eben das Ganze wieder hochgemauert kriegen.
Die Ständer müssen wir gucken. Hier haben wir auch schon festgestellt, der Ständer von der Rückseite, der ist auch geplatzt. Der ist auch bis hier oben hin, ist der praktisch, kannst du den auseinandernehmen. Der ist komplett im Eimer. Der hier wird wahrscheinlich auch irgendwo hier gekappt werden müssen. Und das sieht bei den anderen Ständern so ähnlich aus, dass die alle so mindestens der unterste Meter denn angeblattet werden muss. Aber im oberen Bereich sind wir da im Moment zumindest noch ein bisschen optimistisch, dass das funktionieren könnte. Ne? Dass die also oben schauen, da müssen wir schauen. Ne? Aber bis jetzt sieht es gar nicht schlecht aus, dass die wirklich nur unten kaputt sind. Auch an der Hauptseite, an der langen Seite vom Haus. Könnte klappen, wissen wir noch nicht, wird sich immer zeigen. Ich meine, ihr wisst es, ihr kennt dieses Haus oder ihr kennt, wenn ihr den YouTube-Kanal schon länger guckt, wie viele Überraschungen wir schon erlebt haben und wie oft unsere Pläne sich schon in Luft aufgelöst haben. Werden wir mal schauen. Interessant ist auch, ich habe jetzt diese Woche auch Gespräch mit dem ersten Trockeneisstrahler bzw. Sandstrahler geführt. Vielleicht kriegen wir demnächst auch was an Gange, dass wir schon mal innen das Fachwerk gestrahlt kriegen und idealerweise auch hier draußen, um auch so ein bisschen zu gucken, wo hier so die Silikon-Acryl-Mafia noch zugeschlagen hat. Ja, also wie viel Acryl und Scheiß da noch sonst wie in dem Fachwerk versteckt wurde. Das wird ja auch noch so ein bisschen den Ausschlag geben, dass das jetzt vielleicht noch gar nicht zu sehen ist, auch im oberen Bereich, wo was kaputt ist, weil das halt alles wunderbar unter Silikon und unter dicker Farbe versteckt ist. Müssen wir sehen, ne? Aber naja, das wird sich dann zeigen. Jetzt erstmal muss ich gucken. Das ist natürlich nicht so geil, dass das jetzt hier alles offen steht. Letzten Endes ist hier im Haus ja eigentlich nichts drin zu klauen. Ich habe ja einen Werkzeugraum abgeschlossen, kameragesichert. Das Haus ist ja auch kameragesichert von innen, aber ist natürlich trotzdem nicht so geil. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich mir aus Spanplatten hier zumindest so eine Behelfssache baue, dass das zumindest optisch dicht ist. Einfach nur, damit jetzt nicht jeder einfach hier reinspazieren kann. Ist ja auch nicht so cool. Ne? So, mal gucken. So ein paar alte Spanplatten habe ich noch, baue ich mir mal irgendwas zusammen. So, hier auch nur, um das zu relativieren. Ne? Hier geht es jetzt nur darum, für die nächsten Tage, / Woche, zumindest den Bau optisch ein bisschen zuzubekommen, ne? Dass wir dann, bevor wir da eine Bautür drin haben oder irgendwas, dass man halt eben nicht so einfach reinspazieren kann, ne? Weil es ist immer noch was anderes, wenn da wenigstens irgendwas vorsteht, als wenn es halt komplett offen ist. Ne? So, also mehr soll das hier gar nicht bringen. Ja, so wie sagt man, die Karten sind gelegt, ja, wir haben jetzt angefangen an der Giebelwand, wir haben die ersten Gefache rausgekloppt, das erste Stück Fundament da drunter weg, die erste Schwelle drunter weg und so weiter. Das heißt, jetzt geht's richtig los. Wir müssen Flucht nach vorne betreiben. Werden jetzt auch sehen, ich muss jetzt zusehen, dass ich zügig die Protonschale, die in diesem Bereich hier noch vorhanden ist, dass ich die rauskriege, dass wir da weiter, da kommt noch eine Stütze noch zur Not rein, dass wir die Ecke richtig abstützen und ja, dann geht's los, Leute. Dann kommt da ein Fundament runter, Schwelle rein etc. Dann geht's richtig vorwärts. Und gleichzeitig werden auch die Gefache verschwinden. Also das werden so die letzten Szenen jetzt sein mit diesem Anblick mit dem Weiß und Schwarz. Das wird sich bald in Luft aufgelöst haben, weil wir halt alles jetzt mehr oder weniger rauskloppen werden. Heieiei. Da habe ich ja selber auch so ein bisschen Schiss schon vor. Aber gut, wir werden es ja sehen. Am Ende wird es ja wieder schön, muss man ja ganz klar immer sagen. Es wird am Ende wieder gut. Nur zwischendurch jetzt wird es wahrscheinlich noch ein bisschen traurig aussehen. Aber gut, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Seid auch im nächsten Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da und so weiter. Ich freue mich immer. Schaut euch auch gerne meine Playlists an. Da ist auch mal einiges los. Und da würde ich sagen, sehen wir uns spätestens im nächsten Video wieder, Freunde. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.